Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Moin, moin! Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Gothic. Na gut, das gucke ich mir mal an. So, jetzt haben wir Yoru geklärt. Melvin haben wir auch schon geklärt. Wo geht's denn hier hinten hin? Wartet mal. Hier steht Talos. Guck mal, Talos ist grün. Das muss ja einen Grund haben, dass er grün ist. Na gut, den quatschen wir mal ganz kurz an. Das ist grün. Und dann gehen wir mal die Treppe hoch. Okay, danke Talos. Dann gehen wir mal gleich die Treppe hoch. Ist das da oben jetzt Korkalom? Oh, guck mal, wie geil der hüpft. Cool. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Oh, der Tempelberg darf nicht betreten werden. Das ist der Tempelberg, meine Damen und Herren. Noch einen Schritt weiter und du trittst deinem Schöpfer gegenüber. Das ist ja fast wie im alten Lager hier. Das ist ja genial. Ist ja brutal, Alter. Und dann hast du bestimmt Verbot gekriegt. Durfst du nicht mehr spielen dann. So, Baltion dürfen wir nicht anquatschen. Okay. Hier ist noch eine Pflanze zum Einsammeln. Nehmen wir mal mit. Leute, ich habe mich sowas von verlaufen. Ich weiß nicht, wo wir sind. Aber es wird gerade hell draußen hier, wie es aussieht. Da drüben ist auch noch irgendwas. Und ich habe immer noch keinen Korkalom gesehen. Immer noch keinen Korkalom gesehen. Hier haben wir hier noch was? Nö. Immer schön alles einsammeln, was hier so rumsteht. Da dürfen wir nicht hoch. Okay, wir können ja auf jeden Fall Pflanzen verkaufen, haben wir vorhin festgestellt. Das ist nett, da gibt es ein bisschen Geld, aber ob das jetzt besonders viel Geld war, kann ich nicht sagen. Wir schwimmen mal darüber. Schön durch die Algen hier, schön durch dieses Dreckzeug. Ich habe noch gar keine Sumpfhaie gesehen. Ich bin irgendwie noch nicht so richtig drin im Sumpflager, glaube ich. Hier ist wieder die Schmiede, ne? Elite-Templer, ja. Darion, okay. Dann gucken wir das, was der Darion macht. Kannst du mir was beibringen? Schmiedekunst. 250 Erstbogen, 5 Lernpunkte, 10 Stärke. Okay, vielleicht später. Wenn ich Bogenbauer werden will oder sowas, dann ist vielleicht Schmieden nicht mein Ding. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Dass sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also störe mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ja, hat er einen Bogen? Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Du scheinst mir einer von der schnellen Sorte zu sein. Ich will mit dir handeln. Ich gehe mal auf Schnellverkauf. Ach, guck mal. Bolzen, Pfeile, nutzlose Gegenstände. Also, Bolzen und Pfeile sind nicht nutzlos. Ich habe 5 Stück Erz erhalten. Das ist ja sinnlos gewesen gerade. Ich will mit Brot. Was hat er denn so? Oh, ach, guck mal. Ach, guck. Bauplan, Söldnerschwert. Richtschwert, Butlerzahn. Okay, hier kannst du Baupläne lernen, kaufen. Hier gibt's. Ah, okay. Aber Armbrust gibt's hier, aber keinen Bogen. Der ist auch nicht. Das ist auch nicht geschickt, was der hier. Verwertbare Armbrustteile. Ja, Geld hätte ich ein bisschen, aber das lohnt nicht. Nö, okay, okay, okay. Okay, schön zu wissen, dass es das gibt, aber wir sind hier falsch. Jetzt muss ich erstmal wieder rausfinden, wo ich hier richtigerweise hin muss. Also, da habe ich nicht mal eine Karte. Sind wir jetzt wieder am Anfang oder am Ende hier? Oder unten stehen irgendwelche Leute? Ja, das ist schon wieder so dunkel, ne? Ich weiß zwar jetzt nicht, was die Uhrzeit hier gerade ist, aber es kann doch nicht sein, dass du hier in der Sumpfburg immer nur im Dunkeln rumrennst. Ja, war ich jetzt schon mal. Danke, Nerz, für das Folgen des Kanals. Herzlich willkommen und vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Du hattest ja geschrieben, dass du im Lurk-Modus bist. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern kann. Gornadrag. Hatten wir den schon? Hi.
Wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Cor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Ja, dann muss das ja hier sein. Ja, das ist interessant, weil zur alten Mine wollte ich ja auch schon. Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Das wäre was. Könnt ihr mir das beibringen? Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Mindcrawlers herankomme? Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Leute, wartet mal. Hast du das gesehen? Jetzt muss ich geschickt... Warte mal, jetzt muss ich Alchemie lernen, um das Sekret aus den Mindcrawlern zu nehmen. Jetzt wird's aber ganz spannend. Wofür braucht Cor Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Ein Crush ist doch immer was total Cooles, oder? Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Mindcrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Das ist ja ganz interessant. Das ist ja ganz interessant. Fakt ist schon mal, das ist Kaloms... Wir haben also Cor Kalom gefunden. Okay, ich guck mal das an. Sudeki. Ich muss es mir raussuchen. Cor Kalom. Ach du, das ist ja der, wo man Alchemie lernen kann. Hey du, was willst du? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Aber da hat doch noch... Warte mal, von dir wollten wir doch noch mehr. Was willst du? Für was soll ich doch den noch fragen? Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Danke. Ah ja, dafür sind wir hierher gekommen. Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Der kann mir auch nicht Alchemie beibringen, ne? Schade. Wir sehen uns. Möge der Schläfer. Kann ich jetzt einfach... Wird man bei Alchemie besser, wenn man die macht? Ah, ich bin ein bisschen neidisch, ne? Melone ist ja cool. Ich würde sie ja auch essen. Also ich überlege mal ganz kurz was. Ich würde ja mal ganz kurz... Es ist ja gerade in Benutzung, jetzt kann ich das nicht machen. Kann ich hier irgendwas zaubern? Ich habe ja eine leere Rune, ne? Nee, kann ich nicht. Die Frage ist, ob ich bei Alchemie besser werde, wenn ich es einfach mache. Also Knopf. Geh mal da weg jetzt. Lass mich mal jetzt hier an den Tisch ran. Geht doch nicht, kann doch nicht. Wird verwendet, Mann! Alter, das ist ja nervig hier mit den Typen, ne? Okay. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Ja, haben wir geklärt. Okay. Schön. Cor Kalom, gib das nicht raus. Hier ist noch ein Alchemietisch. Und ich kann nichts machen, weil ich zu doof bin, ne? Weil ich es nicht kann. Da macht das schön, aber es bringt halt nichts, ne? Es bringt halt nichts. Ja, komm, kannst du weggehen da. So, hab ich's gebracht. Okay. Also, wir haben jetzt gesehen, wir können Rezepte kaufen. Aber jetzt gucken wir nochmal ganz kurz rein in den Charakter. Alchemie, also ich habe ja ganze... Ich bin Stufe 2, Leute. Ich bin absolut Hammer, oder? Stufe 2 bin ich, habe 10 Lernpunkte. Ich habe schon Geschick ein bisschen hochgelevelt. 16. / 12. Keine Ahnung, was das heißen soll. Warum da jetzt ein Schrägstrich reinkommt. Keine Ahnung, was es könnte, weiß ich nicht. Ausdauer, nicht angegeben. Intelligenz, 10 von 10. Lebenspunkte, physische Verstärkung, okay. Talente, wir gucken mal eben. Alchemie ungelernt. Ah ja, okay. Ich bin bei Alchemie komplett ungelernt und deswegen kann ich nichts dahingehend machen. Schlösser öffnen könnte ich verbessern noch, wie es aussieht. 102 Händler. Und wie es aussieht, guckt mal, Einhänder und Zweihänder habe ich schon ein bisschen gelevelt. Das heißt, das scheint so zu sein, dass das besser wird, wenn man es macht. Also gehen wir jetzt Portiere umhauen. Aber dafür würde es sich lohnen,
die auch ausnehmen zu können. Achso, hier muss ich wieder runtergehen. Und wieso habe ich noch keine Sumpfpfeile gesehen? Was ist hier anders? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Das ist hier noch so. Okay, wir wissen jetzt, dass das mal. Achso, hier waren wir doch, oder? Okay, dürfen wir nicht anquatschen, hier waren wir nicht. Gehen wir hier hinter. Alter, ich werde nie wieder nach Hause finden, ne? Ich werde nie wieder werde ich nach Hause finden. Hier sind auch, das ist auf jeden Fall die, hier waren wir schon mal, das kommt mir doch bekannt vor. Da sitzen auch irgendwelche Typen. Hier waren wir vorhin gerade, das ist der Templerberg. Hm, toll. Ganz toll, hier waren wir vorhin gerade. Also andere Richtung. Wir laufen jetzt einfach mal jetzt. Wer steht denn hier rum? Ole Sam, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Zauberwurzel. Schön, meine. Hallo. Hey, du. Du lernst schnell. Ja, okay. Aber danke für die Zauberwurzel. Wie geht's dir, Ole Sam? Herzlich willkommen. Hast du einen schönen Abend, schönen Tag gehabt? Ich laufe gerade durch Gothic 1 und was soll ich dir sagen? Ich habe mich verlaufen. Ich finde nicht mehr nach Hause. Ich finde ihn wieder zurück. Gothic 1, oh, war, das ist Gothic 1 in der Othello-Mod, aber im Großen und Ganzen ist es schon Gothic 1 mit so ein paar Sachen, die nur ganz leicht anders sind. Ich muss von Cor Kalom ein Rezept holen, was aber leider nicht geht. Ich glaube, den muss ich dafür K.O. schlagen oder schlafen legen. Harlock, wer bist du denn? Komm, steh mal auf da von deiner... Hey, du. Eine hervorragende Frage. Was ist an der... Ich weiß es nicht. Also hier ist alles ein bisschen anders. Aber was jetzt das Spezial besonders Gute ist, kann ich leider nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber wir sind wieder draußen, oder? Ist das nicht der Eingang, wo Lester rumsteht hier? Ja, ne? Ja, guck mal, da sind wir wieder. Kannst du mich vielleicht ins alte Lager zurückbringen? Zum Alchemielabor hat mir nichts gebracht, gar nichts. Also okay. Wir sind jetzt schön ein bisschen durch das neu gemachte. Genau, Cor Kalom, da war ich gerade schon. Aber ich krieg das Rezept von dem nicht, weil ich glaube, ich muss den dafür schlafen legen. Und ich bin dafür noch komplett total untrainiert, ne? Jetzt gehen wir mal ein paar Tiere umhauen. Ich geh mal ganz kurz hier gucken. Mal hier, Sumpfkraut, Sonnenkraut. So wie es aussieht, haben wir hier. Ich habe ja überhaupt keine Sumpfhaie gesehen, aber hier sind Blutfliegen, oder? Guck mal, jetzt habe ich freies Zielen. Bin ja gespannt, ob das was bringt. Aber die muss ich auch aufknacken, die Truhe, oder? Ja, toll. Warum kommen jetzt gleich drei Blutfliegen? Ich wollte eine. Lass die in Ruhe, das sind meine Blutfliegen, Mann. Ah! Ja, kann ich die kleiner machen? Ich könnte mal gucken. Aber warte mal. Ich könnte mal gucken, ob ich das kleiner machen kann. Wenn es nur 17, das ist 19:23. Ich glaube, das war jetzt gerade eben, ne? Wir haben schon ein paar coole Sachen erlebt. Ich bin gleich am ersten Tag schon. Das war schon krass hier. So, also da hinten. Oh, hier unten. Mondpilz. Blutfliegen greifen nur in der Gruppe an, oder? Ich guck mal, ob ich die HP-Anzeige kleiner machen kann. Wir können hier in die Einstellungen gehen. Union und Plugins. Dann machen wir hier bei Interface. Skalierung automatisch. Symbole. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch Visuelles. Gegner, Lebenspunkte anzeigen, Schadenspunkte anzeigen, Uhrzeit. Die Uhrzeit kann ich auch mal anzeigen, damit ich ungefähr weiß, wo wir hier eigentlich so ankommen. Lebensenergie über NPCs ist auch okay. Anzahl Pfeile Bolzen ist auch nett. Weil brauche ich. Weil ich ja später mit Bogen schießen will. FPS sehe ich nicht als relevant. Aber so wie es aussieht, habe ich hier gar nicht so groß die Möglichkeit, ne? Skalierung automatisch halt, aber das lassen wir mal so. Guck mal, jetzt seht ihr da oben links die Uhrzeit. Jetzt wissen wir, wie spät das ist. Und wie viele Pfeile ich noch habe. Und jetzt gucken wir mal, ob ich eine einzelne Fliege kriege. Ich bin Level 2, Leute. Ich bin Level 2, ne? Das ist so schwach.
Ich muss mich noch ein bisschen im alten Lager aufhalten, glaube ich. Hier die ganzen... Also hier ist nicht so gut mit Missionen. Kommen die doch gleich zu zweit, ne? Nervig. Hau ab, Mann! Jetzt kommt die wieder und jetzt greifen die an. Ah, da sind meine XP weg. Aber so wie es aussieht, bringt das auch so nichts. Ich muss mal gucken. Ich probier's mal mit dem Bogen. Aber die zustechen, Alter. Die sind einfach hardcore. Die sind zu stark für mich noch. Die sind zu stark für mich. Ich könnte noch mal gucken. Die sind auch so, die fliegen auch so komisch hin und her. Ich lasse die mal noch in Ruhe. Ich muss mit Tieren anlegen, die ich sehen kann, wenn sie sich bewegen, ne? So, hier gibt's noch was einzusammeln. Hier sind wir ja her. Oh, was ist das? Ein rostiges Schwert. Ist das gut? Das ist Licht. Sonst noch was einzusammeln? Ich gucke mal. Oh, Sumpfratte. Einfach mal. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitgekriegt habt, aber ich habe überhaupt gar keinen Schaden gemacht. Ich habe überhaupt gar keinen Schaden gemacht. Wie soll ich jetzt wieder nach Hause kommen? Hier komme ich nicht mehr nach Hause. Das hat mich jetzt eiskalt erwischt, ne? Ja, das war überraschend. Aber wo bin ich denn eigentlich hierher gekommen? Wir sind doch hier. Ich bin doch mit dem. Hier bin ich doch hergelaufen gekommen. Ich muss hier durch, ne? Durch das Dorf. Durch diese komische Bruchhütte hier. Aber ich darf nicht so nah an die Ratte ran. Die ist ja viel zu stark für mich. Sonnenkraut. Ah, hier ist ein Varan. Alter, wir sind hier lang. Oh, natürlich. Ich bin hier schon mal lang gekommen. Jetzt sind hier einfach wieder Viecher am Start. Aber es ist so, Leute, den Weg ins alte Lager, ich finde den nicht mehr zurück. Ich sehe schon, hier bin ich falsch. Bin ich hier falsch? Vielleicht bin ich gar nicht falsch. Vielleicht. Ja, ich überlege gerade, ist das hier, bin ich durchs falsche Tor? Ja, hier bin ich auf jeden Fall falsch. Aber ich bin doch durch das richtige Tor gegangen gerade. Weil das ist doch genau das Tor. Guck mal, sind das hier Sumpfgas... Oh. Sumpfgasdrohnen sind das doch. Guck mal, hast du gesehen? Das heißt, ich bin hier... Weil das sind die gleichen Mobs, wie ich auch habe bei dem anderen. Bei Gothic 2. Weil in der Liefermod hat man ja auch die Gegner. Wenn ich von hier drüben bin ich aber auch nicht gekommen. Wo sind wir denn? Ich bin doch hier reingegangen. Ich bin genau durch das Tor reingekommen. Also muss ich doch von da gekommen sein. Und guckt mal, meine Karte kann ich euch gerne mal zeigen. Meine Karte, die haut euch absolut aus den Socken. Passt mal auf. Ich hab hier eine Karte. Guck mal. Hier habe ich eine Karte zur alten Mine, ne? Pass auf. Hier, guck mal. Ich bin da unten rechts. Toll. Guck mal, wo ich bin. Also in die Richtung muss ich laufen. Ich gucke in die richtige Richtung. Ist ja, ich bin begeistert. Da weiß ich gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll, mit so viel Wissen hier. Naja, also vielleicht, nur vielleicht, jetzt ist ja lohnen, irgendwie hier bei den Sumpfsektenspinnern zu bleiben. Also irgendwie muss ich dahinter. Da bin ich nicht gekommen. Wir sind nicht durchs Wasser gelaufen. Wir sind über Festland gekommen. Aber das ist ja... Also bin ich denn hergekommen mit dem? Toll. Kann mich hier irgendwann ins alte Lager begleiten? Naja, offenbar nicht. Also so wie es aussieht, brauche ich hier irgendwie Quests. Ich muss hier was machen. Ich brauche hier jemanden, der mir was beibringt. Quests brauche ich. Hey du. Dann mal ganz kurz ins Logbuch reingucken. Verschwundener Gardist.
Der Butler meinte, dass die Schatten vielleicht über den verschwundenen Gardisten wissen. Ich muss Augen und Ohren aufhalten. Die Wache am Südtor verhält sich irgendwie misstrauisch. Okay. Ja. Exakt. Das ist Gothic 1. Aufnahme Sumpflager. Ich kann doch keine Zauber. Ich hab doch keine Zauber. Ich kann doch nicht... Boah. Leute, ich bin ein bisschen überfordert gerade. Weil... wir sollen ja die Bals beeindrucken. Dazu müsste man das Magie zum Beispiel bewirken bei einem... Ja, das ist leider so, dass es bei TikTok Gothic 1 nicht gibt. Das kann ich nicht hinterlegen. Prüfung des Vertrauens. Okay. Ich muss, ich bin doof. Ich hätte noch nicht hierher gehen sollen. Ich muss ins alte Lager zurückgehen, Leute. Ich bin hier falsch. Ich muss ins alte Lager zurück und muss erstmal mich um die Prüfung des Vertrauens kümmern und so. Ich muss erstmal da ein paar Punkte sammeln. Jetzt hier, das geht so nicht. Das kriege ich nicht hin. Das heißt, wir gehen jetzt wieder raus. Lester begleitet mich ja nicht ins alte Lager. Das heißt, das macht er nicht. Also, heißt das, ich muss jetzt irgendwie den Weg finden, den ich mit Lester... Ne, mit wem bin ich denn eigentlich hierher gekommen? Mit irgendeinem Spacken. Ja, die haben doch nicht alle Spiele da. So, das heißt also, ich muss jetzt immer... Ich gucke immer mal auf die Map. Ach, guck mal, hier. Hier sind wir dann gekommen. Durch die Höhle durch sind wir gekommen. Ja. Hier, guck mal, durch die Höhle sind wir gekommen. Ich mache euch mal eine Fackel an. Das geht natürlich wieder nicht. F1. Ich weiß gar nicht so richtig, warum das nicht geht, aber ich habe hier die Fackeln. Habe hier extra eine Quicksave, eine Quickstart-Leiste hier oben. Genau, die Höhle ist neu. Hier im Sumpflager ist einiges neu. Also einiges haben die hier ein bisschen anders gemacht. Fazit kann man hier abbauen. Auch der Weg hierhin. Ich bin total verrückt. Ich habe gedacht, wo laufen denn wir hier lang, habe ich gedacht. Hier steht auch noch Sonnenkraut. Ich höre seltsame Geräusche. Guck mal, da ist eine Blume. Heilwurzel. So, jetzt sind wir gleich durch die Höhle. Hier haben wir uns lang gekämpft. Hier hat sich der Typ, der mich hier rübergebracht hat, der hat mich hier durchgelotst. Und hat auch erstmal schön alles umgebracht, was hier rumsteht. Aber irgendwo stehen noch Goblins rum. Das ist typisch für Sumpf, meinst du? Dass man den nicht findet oder dass man da zu schnell hinkommt und dann... Warte mal, was ist denn hier? Guck mal. Krass. Ach, die Geräusche. Ah, okay. Hier, meine Damen und Herren, das sieht doch auch neu aus, oder? Der Weg vom alten Lager zum Sumpf hier rüber, das ist doch auch spannend. Guck mal, was haben wir hier? Hier konnte ich nicht reingucken, ob hier was Wichtiges liegt, weil... Dann ist der abgehauen und dann konnte ich ihn nicht mehr wiederfinden. Aber hier ist nichts, nee. Können wir hier hochklettern vielleicht? Mal gucken mal. Ja. Bei Gothic muss man ja in allen Ecken. Überall muss man ja. Gucken. Guck mal, jetzt kletter ich hier hoch für nichts. Das war für nichts und wieder nichts. Aber was? Was hat denn das für einen Sinn? Guck mal. Was hat das für einen Sinn, dass ich hochklettern kann? Was, wirklich? Hier oben waren Orks? Nee. Komm, nicht jetzt. Nicht jetzt hier schon mit Orks rummachen hier. Wo sind wir denn hier? Kennt ihr den Weg? Gab es den früher schon? Ist das, oder gehe ich hier gerade was? Ist das hier wirklich ein Ork? Aus? Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir den Berg hochgeklettert, ne? Geil. Einfach ziemlich cool, aber... Aber was haben wir hier oben? Was haben wir davon? Hier ist eine Brücke. Vielleicht komme ich damit jetzt schneller ins alte Lager zurück. Was ist das hier? Oh! Ab hier! Nein! Was ist das da drüben? Wölfe. Okay, ich bin am Arsch.
Man sollte nicht in Gegenden rumlaufen. Also, ja. Richtig. Also sind alle. Die Harpien waren auch ganz freundlich. Habt ihr gesehen? Ja. Lieber Wolf als Harpier, ja. Ach, komm, hör doch auf, ey. Ich habe unten natürlich... Also, hier brauchen wir nicht hochklettern, wir gehen hier lang. Das, ja, der Wolf wäre... Hätte noch eine Chance gehabt, vielleicht, ne? Guck mal, wie schön das hier aussieht, oder? Sonne fehlt mir noch ein bisschen. Da unten kann man bestimmt auch irgendwas... Aber wenn ich jetzt da runterspringe, komme ich nie wieder hoch. So, da steht doch jemand, oder? Aber ich bin schon so stark, ich mache jeden platt. Also was zum Beispiel, guck mal, was zum Beispiel geht, waffentechnisch, ne, guck mal. Ich habe mit einer Sichel angefangen. Nagelkeule, Schaden 1, Schaden 2, Schaden 3. Und guck mal hier. Okay, also hier ist es gleich ein bisschen anders jetzt, ne? Und hier siehst du zum Beispiel, spitzer Stab ist eine Geschicklichkeitswaffe. Das heißt, wenn ich auf Stabkampf gehe, kann ich Geschick leveln. Bedeutet also auch... Heißt also auch, dass ich hier Geschicklichkeitscharakter wieder bauen kann. Ich habe ja die... Also hier ist, glaube ich, der Direkt-3D-Mod drauf. Ob es auf 4K hochgerüstet werden kann, das weiß ich nicht. Aber ein bisschen optisch schön geht ja. Geht schon. Guck mal, 96... Der hat 96 Lebenspunkte. Guck mal, ich habe freies Zielen. Oh. Das sind ja junge Wölfe jetzt. Was macht denn der hier? Haut ab, geht mir weg, geht weg. Junge Wölfe sind dumm, guck mal. Die beißen nicht. Ich will den anderen erstmal kaputt machen. So, den haben wir, den haben wir. Komm her, du Lauch, du. So. Leider dummerweise kein Fell abnehmen. Habe ich noch nicht gelernt. Genau, ist alles Teil der Mod hier. Genau. Das ist alles. Hier ist ein Lederbeutel. Habt ihr gesehen? Habe ich übersehen. Zack. Bündel Morgentau. Schaut mal, auch das. Hier gibt es also Pflanzen. Schaut mal. Aber da habe ich letztens drüber geredet, was wollen wir die nehmen oder nicht. Hier gibt es Pflanzen, die machen Erfahrungsbonus. Schaut mal, schaut mal, schaut mal hier. Da kriege ich 15 Erfahrungsbonus. Wenn ich also die Mondpilze esse, bekomme ich Erfahrungsbonus. Und wenn ich Erfahrungsbonus habe, kann ich also quasi mich leveln. Und ich habe hier ein Buch des Lernens. Wenn ich dieses Buch öffne, dann kann ich zum Beispiel, guck mal hier, Geschick plus 1 machen. Aber irgendwie geht das nicht, weil dieses Buch nur bis 12 kann. Kann aber auch ein bisschen Stärke noch draufhauen. Ja, ist okay, könnte man sagen, für den Anfang jetzt. Eigentlich weiß ich nicht, ob ich... Ach so, ist auch 12. Vitalität könnte man noch machen, das ist interessant, ne? Und dann sagt er, ist Schluss bei 12. Und Intelligenz, naja, ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber... Jetzt ist das Buch quasi dann... Irgendwann ist das Buch also sozusagen nicht mehr... Sinnvoll, weil jetzt habe ich alles. Aber guck mal, jetzt... Viel Spaß beim Sport. Viel Spaß beim Sport. Das haben wir also schon gemacht. Das Buch ist also jetzt sinnlos, aber ich habe jetzt nur noch... Wie viele Punkte habe ich jetzt nur noch? Noch ganze 3. Aber ich bin nicht mehr weit weg vom nächsten Level. So, ich bin nicht mehr weit weg vom nächsten Level. Hab ein bisschen Stärke, Geschick gelevelt. Klingt trotzdem gut, ne? Okay, also es ist auf jeden Fall... Es ist schon einiges anderes. Da oben sind die Goblins. Ich glaube, wir sind von da. Ich glaube, da muss ich hoch. Ich guck mal eben schnell. F10. Aber die Wölfe haben mich ganz schön verletzt, ne? Auch die Karte. Wieso macht er denn die Karte nicht auf? Warte mal. Vielleicht, weil ich keine richtige Karte habe. Weil ich nur so einen Schrott hier habe. Einen abgerissenen Zettel hier. Wo ist die denn jetzt, die Karte? Hier ist die. Eine alte Mine. So, wo bin ich denn jetzt? Guck mal, ich bin schon, ach, ich bin ja schon ganz nah dran wieder am alten Lager. Ich bin schon ganz nah wieder dran. Ganz, ganz nah.
Naja gut, okay, wir gehen den Berg hier hoch, weil die Goblins schaffe ich nicht und da hinten den komischen Grashüpfer schaffe ich auch nicht. Also laufen wir. Aber also große Tiere durften hier nicht mehr sein. Wir müssten weitestgehend tot sein, denn die hatte ja der komische Novize umgebracht. Ah, hier ist wieder ein Wolf. Aber ich will eigentlich nicht Wölfe töten, bevor ich Felle abziehen gelernt habe. Und dazu müsste ich schon wieder mit Mordrak vielleicht mal ins neue Lager rennen und im neuen Lager gucken. Da drüben ist ein Golem. Guck dir das mal an. Zwei. Sind wir einfach vorbeigelaufen letztens. Krass. Och nee, dumm, oder? Golems. Aber hier sind wir lang gekommen. Ich würde sagen, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Aber guckt euch das mal an, wie geil das aussieht, ne? Von hier oben nach da unten. Da hinten ist irgendwo das Sumpflager. Doch, das kommt mir auch wirklich ein bisschen anders vor. Das kenne ich so auch nicht. Ich habe ein bisschen Geld auf jeden Fall. Wir haben ein paar Erzklumpen eingesammelt. Aber wir müssen die Prüfung des Vertrauens machen. Wir müssen erstmal uns ein bisschen im alten Lager rumbeißen. Ich glaube zwar, man kann... Scavenger. Man kann, glaube ich, auch direkt irgendwie ins Sumpflager rübergehen und da durchstarten. Aber es macht, glaube ich, mehr Sinn, erstmal im alten Lager ein paar Punkte zu sammeln. Das ist... Weil wenn man dann ein bisschen vorangekommen ist, kann man auch wahrscheinlich hier mehr reisen. Das ist wahrscheinlich so. Hier war ich, glaube ich, letztens unterwegs, bin ich rumgelaufen und habe versucht, Sachen einzusammeln. Was ist denn das? Ist nichts mehr. Ah, hier liegt hier noch was rum. Hier ist noch eine Eiwurzel, okay. So, jetzt haben wir jetzt einmal in dem Bett, in einem freien Bett geschlafen. Ein einziges Mal. Auch noch was? Der Wildbeere. So. Hier ist, aber weißt du, was es hier nicht mal gibt? Straßenschilder. Du musst einfach der Straße nachlaufen. Wenn du Glück hast, kommst du sinnvoll irgendwo an. Wenn du Pech hast, steht da einfach ein Wolf vor dir plötzlich. Aber ein junger Wolf. Der hergestellt ein Leben. Haha, geil, ne? Das ist ja der Ring. Uah! Wenn jetzt noch die Mutter mit dazukommt, da habe ich ein Problem, ne? Mutterwolf. Jawoll, Stufe 3. Jawoll, jawoll. 10? Nicht vergessen. Schön oft speichern. Save early, save often. So, jetzt müssten wir doch in Richtung... Guck mal, hier unten ist ein Fluss. Das muss ja der Fluss in Richtung altes Lager sein. Zwar, ich hab zwar keinen Bock, dagegen so einen Lurker zu kämpfen da unten. Das muss jetzt nicht sein. Was ist das hier noch gewesen? Ein Goblin? Ist auch ein Kindergoblin oder was? Da oben ist noch ein Wolf oder so. Ne, Dinosaurier. Wir gehen jetzt hier rüber. Mir egal, wir gehen jetzt einfach... Ich habe das hier nicht eingesammelt. Warum habe ich das alles nicht... Hä? Sind wir jetzt hier noch nicht am alten Lager oder was? Doch, oder? Müssen wir doch jetzt zum alten Lager kommen, so langsam. Karte! Oh. Karte. Links von mir. Ja, nice, okay. Wir müssen also da lang, zum alten Lager. Da habe ich nur was übersehen letztes Mal. Was ist denn hier? Auch was übersehen. Kann nicht sein, oder? Wie schlecht ich... Oh, was ist das? Da liegt jemand Totes. Da müssen wir gucken gehen. Wer ist denn da? Runtergefallen von der Brücke. Da müssen wir gucken gehen. Ach so. Ich sehe, der ist nicht von der Brücke gefallen. Da war wohl irgendwas. Da war wohl irgendein Tier. Total... Schleich mich mal ran. Ich weiß nicht, was es ist. Ich krieg nicht raus, was es ist. Er hatte eine Streitaxt. Was macht die Streitaxt? Guck mal eben. Dafür bräuchte ich 30 Stärke mehr, ne? Guck mal. Okay, also ich weiß nicht, wer das ist. Hier ist irgendjemand, der unten liegt, ein Toter.
Ich weiß nicht, ob der eine Rolle spielt. Jedenfalls haben wir denn das da gefunden. Hier sind Pilze. Aber keine wichtigen Pilze. Ne? Wir nehmen nur die Magic. Die Magic Mushrooms. So, jetzt gehen wir da hinten gucken. Da geht's, glaube ich, wieder hinten rein ins Lager, oder? Von hinten rein ins alte Lager. Da ist das alte Lager. Hier ist noch eine Blume. So, ist das jetzt der Typ, der nicht zu Insekten schwimmen wollte, der da abgehauen ist? Ich glaube ja, ne? Schrat. Vielleicht können wir ihn doch noch dazu bewegen, dahin zu gehen. Oh, guck mal. Leute, mit dem können wir nächstes Mal ein bisschen rumrennen. Schrat kämpft mit uns. Das machen wir. Beim nächsten Mal, bevor wir ins alte Lager zurückgehen, schlagen wir uns mit Schrat ein bisschen durch. So, ich mache jetzt Schluss für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, meine Damen und Herren. Bleibt mir schön gesund. War wieder ein Stündchen. Schön ein tägliches Stündchen Gothic, ne? Und, ja. Macht's gut und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, morgen Abend. Oder übermorgen. Mal gucken, wie das eben so wird. Alt gekommen sind wir noch nicht. Ihr verpasst also nichts, wenn ihr einfach einen Tag nicht dabei seid. Ne?